Name ist Sarah Müller, ich bin 37, arbeite als Bauökonomin in Luzern, wohne auch hier. Ich bin aufgewachsen so in der Umgebung, Agglomeration, nachher nach in die Stadt hineingekommen. Ich habe in Lugano Innenarchitektur studiert, mal Soziologie angefangen. Ich habe mich schon immer interessiert für das Zusammenleben verschiedener Menschen. Als Bauökonomin bin ich eher so ein bisschen mit Prozessen unterwegs, Zahlen, aber wegen dem habe ich das Interesse überhaupt nicht verloren am Thema Baugenossenschaft und Zusammenleben von verschiedenen Leuten. Mich trifft man an, zum Beispiel im Götschwald beim Joggen oder am Sonnenberg oben. In der Stadt unten am Leben beobachten, zum Beispiel hier im Parkli, auf dem Bänkli, vielleicht mit einem Feierabendbier. Hat es auch schon gegeben, dass man so auf dem Heimweg hier vorbeikommt. Ich gehe gerne wandern in die Berge oder eben auch in Städte rumflanieren, wenn ein bisschen mehr Leben rum ist als aktuell. In Museen. Und dann spiele ich auch noch Geige im Stadtorchester und in einer kleinen Formation. Ja, ich habe als Treffpunkt eigentlich das Eichengärtchen vorgeschlagen. Ich verbinde es mit der ABL, auch wenn es so quasi vorgelagert ist. Ich bin Mitglied der ABL, nicht selber in einer ABL-Wohnung. Ich fühle mich darum so ein bisschen als extern. Und das tut vielleicht auch ein bisschen das den Ort symbolisieren. Es ist nebenzu, es ist offen für alle. Jeder ist willkommen, es treffen sich ganz viele verschiedene Leute hier. Ich finde es einen coolen Ort, der so ein bisschen auch symbolisiert, eine Baugenossenschaft, wo sich verschiedene Leute treffen. Ein ungezwungener Ort. Baugenossenschaften bedeutet für mich eigentlich das Leben. Das Wohnen finde ich echt einen wichtigen Bereich des Lebens. Also, ich finde, jeder muss sich wohlfühlen dort, wo er ist, muss einen sicheren Hafen haben. Und Baugenossenschaften sind so Konstrukte, wo man versucht, das für alle zu ermöglichen. Ich finde das aus ganz verschiedenen Aspekten interessant. Ich habe mal angefangen, Soziologie zu studieren. Also ich finde das Zusammenleben von verschiedenen Menschen, ja, finde ich einfach spannende Themen, Organisation, wie organisiert man sich, dass es nicht so profitorientiert ist, sondern dass wirklich eigentlich das Zusammenleben im Mittelpunkt steht. Um bei der GBK mitmachen, motiviert mich, dass ich mein Wissen, das ich im Alltag brauche oder auch erworben habe als Bauökonomin, Kostenfragen oder auch Bauprozess, dass ich das an einem anderen Ort einbringen kann und dass ich durch das auch eigentlich andere Einblicke bekomme und andere Sichtwinkel einnehmen kann und nicht immer einfach nur das, was ich kann. Und es interessiert mich natürlich auch, Einblicke in die Organisation zu wissen, wie es funktioniert, ein bisschen dahinter zu sehen. Aber ich kann sicher profitieren von meinem Wissen, das ich habe. Bauprozess, Baukosten. Ich doziere auch noch an der Hochschule in Luzern den Bauprozess. Also da habe ich sicher ein Wissen, das ich in diesen Bereich des Bauen kann einbringen kann. Und dann ist auch einfach mein Interesse eben außerberuflich eigentlich für das Thema an sich von Baugenossenschaften.